So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Adi und der Adventskalender. Ich habe hier meinen Bier-Adventskalender. Hier haben wir Adi seinen Kalender. Heute ist dran Türchen Nummer 4. Drei Stück haben wir nämlich schon geöffnet. Jetzt ist mir aufgefallen, da sind ja gar keine Fische drin. Die Fische waren in einem ganz anderen. Der allererste Adventskalender, da waren so Fische drin. Die fand er richtig blöd. Aber hier zu Royal sind ja nur die Tütchen. Die hat er bisher immer gegessen. So, Türchen Nummer 4 ist hier oben. Wir machen das wieder auf. Adi Schatz, gell? Da haben wir wieder ein Beutelchen drin für dich, was du jetzt essen kannst. So sieht der Beutel aus. Ein Beutel für Adi. Du kannst da nicht drauf rumklettern. Du kannst also auch nicht mit der Tüte essen, Adi. Wir machen es dir doch schon auf. Ist doch okay. Jetzt geier doch da nicht so rum. Warte doch. Nein. Adi, es dauert nur länger. Je länger du da rum machst, desto länger mache ich hier rum. So. Probieren wir mal daher. Die Nase zeigt mir an, es schmeckt. Ich habe wieder vergessen, den Stöpsel reinzudrücken, weil wenn ich die in das Becken reinlege, damit er die in Ruhe weiter essen kann, dann fallen die nämlich alle runter in den Abfluss. Gefühlt hat er bis jetzt jeden Tag dieses Trockenzeug, was er da immer isst, wieder rausgekotzt. Mal gucken, wie es heute ist. Aber er hat ja noch einen zweiten Kalender und ein zweites Türchen. Dank der Community gibt es nämlich heute auch noch hiervon was. Und hier haben wir heute auch was zu essen drin. Spielzeug essen. Ich glaube, das wechselt sich immer ab. Adi Schatz, da freust du dich bestimmt. Denn hier sogar, das finde ich cool, extra so ein Tütchen. Solche Tütchen kann man immer mal benutzen, wenn man selber mal was verschenken will. Und hier steht dann auch drauf, was es ist direkt. Das fehlt mir bei dem anderen, bei der einzelnen. Hier steht Peskekarne, Truthahn und Hering. Ergänzungsfuttermittel für Katzen, mindestens haltbar bis 9,23. So ein schönes Tütchen, ne? Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, diese gefriergetrocknete Hähnchenbrust hat bestimmt auch so eine Tüte gehabt. Willst du das auch? Er schnüffelt erstmal, da ist er misstrauisch, wenn es aus der Tüte kommt. Aber sieht eigentlich aus wie... Sieht aus wie Kochenflakes. Guck doch mal, richtig genial. Ich werde die auch jetzt hier reinlegen. Dann kannst du die in Ruhe naschen, Adi Schatz. Und wir... Dann kommt so ein Türchen Nummer 4 vom Bier-Adventskalender. Die 4 ist hier. Die machen wir jetzt mal auf. Dann ziehen wir mal hier die Flasche raus und sehen einen alten Bekannten. Boah, irgendwie passt der Kalender auch farblich original zu meinem Oberteil. Bad Santa. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so schlau war, den anzuheben. Ich darf nämlich gerade nicht schwer heben, weil sonst die Naht aufgeht im Mund. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Bier trinken darf, weil sonst die Naht aufgeht im Mund. War gestern, heute ist heute. Wir probieren es einfach mal. Mal schauen, was passiert. Störtebäcker Brau-Spezialitäten. Kellerbier 1402 mit 4,8%. Kennt ihr Störtebäcker? Wart ihr schon mal auf den Störtebäcker Festspielen? Wir waren da schon mal, aber ja, das Bier war für mich jetzt nicht sowas. Kellerbier, mal gucken, Geschmack, fein, herb, weich. Kellerbier 1402 ist ein naturbelassenes, untergäriges Kellerbier nach Pilsner Brauart mit Stammwürze 11%, Genuss bei 10 Grad, 4,8% voll Alkohol, kalte Gärung, sorgt für den trockenen Trunk. Dann werden wir das jetzt mal aufmachen, aber wir müssen erstmal das Etikett bewerten. Also grüner Deckel, Deckel bewertet man ja nicht mit. Es hat einen grünen Deckel. Es hat hier oben wieder da sein Bändchen drum. Okay, sieht alles grün, sieht alles sehr biomäßig aus. Dann typisch hier die Flagge. Typisch ein Schiff auf offener See. Aber irgendwie, weiß ich nicht, unspektakulär. Sieht so verloren aus. Dieses altbackene, pappige Etikett gefällt mir eigentlich nicht. Leute von Schifffahrt, die gerne, würden jetzt sagen, richtig toll. Meins ist es jetzt nicht so. Ich würde trotzdem 2 von 5 Punkten geben für das Etikett. Ist mir im Endeffekt doch ein bisschen zu langweilig, brauche ich nicht auf Bier. Ist mir
Macht mir keinen Bierdurst. Erinnert mich eher dann an Wein oder irgendwas Erlesenes so, aber nee. Das machen wir jetzt auf. So. Das ist das erste Mal auch, dass ich jetzt mit der Krake hier filme als Stativ. Ob das so passt, sehe ich dann erst. Ich glaube, ich muss es aber nochmal anders einstellen dann. Jetzt packen wir das hier rein. Den guten alten Störtebäcker. Der wird natürlich gleich Farbe und Schaum. So, langsam, ruhig. Ruhig brauner Störtebäcker. Am Ende noch ein bisschen Schaum machen. Dann gucken wir uns das an. Ich sehe jetzt schon, das fließt auf jeden Fall schön nach oben. Es ist relativ klar, habe aber schon klareres gesehen. Könnte ein bisschen kräftiger sein von der Farbe. Also es ist nicht trüb, es ist aber auch nicht ganz klar. Es ist klar, aber nicht ganz klar. Das ist nochmal ein Unterschied. Habe klareres gesehen, habe eine bessere Farbe schon erlebt. Das Hochperlen ist okay, überzeugt mich aber nicht ganz. Reicht von mir auch nur 2 von 5. 2 von 5, komm. Es macht ein bisschen was richtig, aber es hält nicht mit dem Standard mit. Wenn es ganz klar wäre, dann hätte es mindestens eine 3. Oder wenn es eine richtig kräftige Farbe hätte, dann auch eine 3. Wenn es richtig kräftige Farbe plus ganz klar, gibt es sogar 4 oder 5 Punkte. Das ist mein Bewertungsprinzip. Wir riechen mal. Dann haben wir jetzt den Schaum reingeschnüffelt. Geruch geht eigentlich voll klar. Riecht nicht bitter, riecht nicht künstlich, riecht nicht nach Spülmittel. Riecht nach angenehme Biernote. Ich würde wahrscheinlich 4 von 5 Punkten geben. Ich weiß gar nicht, wie eine 5 dann riechen muss. Das von mir aber jetzt 4 von 5 Punkten. Jetzt probieren wir mal einen Schluck. Ist nicht bitter, ist nicht herb. Es schmeckt relativ leicht. Okay. Schmeckt eigentlich gut. Eigentlich kann ich gar nichts Negatives finden. Aber irgendwie ist das für mich trotzdem auch nur eine 3. Ich weiß nicht. Es ist nicht schlecht. Aber es haut mich auch nicht um. Es ist irgendwie halt sehr leicht so irgendwie. Ich brauche da. Dass du richtig, diesen Wow-Effekt habe ich bei dem nicht. Bei mir jetzt also auch nur 3 von 5 Punkte, auch für den Geschmack. Ansonsten würde ich sagen, ja, sind das die Punkte. Kennt ihr Störtebäcker? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Ich glaube, ich weiß jetzt, was es ist. Es ist zu weit unten. Wir haben sonst den Kopf immer weiter oben, dass man das, oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen das jetzt jedes Mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Wally, was machst du eigentlich da hinten? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, und jetzt ab zu Pupsi. Tschüss.